So. Weiter geht's bei State of Decay 2. Ihr seht, bei mir geht's wieder ganz schön ab. Deswegen fahre ich jetzt erstmal dahin und mache den Blatt. Aber ich habe mir überlegt gehabt, ich bleib dabei im Auto und versuche die erstmal alle mit dem Auto wegzuholzen. Ne? Weil einfach sind die ja nicht. Gut, nein. Gut, geht schon, komm mal klar. Ich glaube, das Auto ist auch schon kaputt, also ein Toolkit habe ich auch dabei. Hab sie auch schon so weit ausgerüstet. Das läuft doch. Aha, kommt ne No. Okay, das Auto raucht schon. Oh, hoppla, falsch, wieder zurück. Oha. Ist ganz normal. Streifenwagen müssen ab und zu mal brennen. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay. Jetzt heißt es aber raus. Oh. Nicht wahr. Das toast nicht. Oh nein, das Auto ist jetzt wirklich komplett kaputt, ne? Okay. Es ist wirklich komplett kaputt? Nein, es geht noch was, kommt schon. Oha. Na also, es geht doch noch. Aber ich würde jetzt sagen, ich gehe nochmal vorher lieber heim, ha? Huh? Okay, was habe ich denn eigentlich einstecken? Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich habe mich da schon ein gut ausgerüstet. So. Okay. Ich habe nur mal kurz was geguckt. Sorry, Leute. Ja, ich finde, ich möchte eigentlich nicht so viel wegschneiden. Nicht, weil ich zu faul bin, sondern ich finde, man kommt gar nicht ins Spiel, wenn man einfach zu viel wegschneidet. So, jetzt bin ich hier, so, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich dahin, jetzt bin ich schnell hierhin. Da kommt man doch gar nicht ins Spiel. Ich will euch ja... Oha. Oh. Aber ich glaube, das ist nur was für die Küche.
Also ich will halt nicht so viel schneiden, weil sonst kommt man einfach nicht in das Spiel rein. So. Aber ja, auf jeden Fall hätte ich jetzt gesagt, hab vorher nochmal heim, ne, weil das Auto ist futsch. Oder, weil ich bin ja einigermaßen ausgestattet, ne? Probieren wir mal den anderen noch wegzumachen, wenigstens. Also einfach sind die nicht, ne? Man merkt schon. Wo ist da dann immer die Container? Okay, da haben wir dann noch was. Hoffentlich Medizin. Oder Essen wäre auch gut. Jawohl. Okay. Einer noch. Ah. Das gibt's doch nicht. Ja, wird's heute noch was? Nicht wahr, oder? Aber Edzard. Ja, und die Pfeile sind natürlich weg, ne? Naja, so viel habe ich auch noch mal. Was ist jetzt dieser komische letzte Container, ey? Ehrlich wahr? Na, der gehört nicht dazu, oder? Und schon wird er fast voll. Ich kann ja wieder nicht wechseln, ne? Ist ja wieder so eine Special Welch Angelegenheitsmission, ne? Naja, komm, ich fahre noch mal heim. Ist, glaube ich, gescheiter. Okay, hier an der eine Container. Ach, hier haben wir schon gesehen. So, dann habe ich ja wirklich alles hergeholt. Naja, gut. Oh, das Auto ist fertig. Das ist kaputt, das ist
Ein Datscha noch und ist wahrscheinlich auseinander. Bricht komplett auseinander. Dieses dumme Stück. Okay. Jawohl, sie schießt endlich einmal. Hallo. Oh, jetzt kommt noch der Dicke, ne? Da kommst nicht durch, gell? Wo will er schon wieder hin? Jetzt wirst hergeschnitzt, Kollege. Und die Bolzen einmal verschossen und weg. Alles klar. So müsst ihr soweit alles haben, aber ich brauche noch eine andere Waffe. Mit denen, mit 4 Pfeilen, das bringt nichts. Aha. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur hier ein Toolkit. Beschwert sich über ein Toolkit oder was? Das Auto ist immer noch total kaputt, ne? Ja, gut. Ich glaube echt nicht, dass es noch wirklich viel aushält, ne? Nix. Und das Auto hat jetzt der Dicke kaputt gemacht, gell? Ich soll da vielleicht wirklich nur Autos hinstellen, die ich nicht benutze. Oder die halt, ne? Ich will hier so eine Art Autowahl hinbauen. So dass sie da halt nicht durchkommen, ne? Naja, jetzt ist das auch kaputt. Irgendwie. Ja. Das sieht ja schön aus, gell? Und sobald man hingeht, bumm. Alles klar. Das tut nix. Lassen wir mal den Screamer Screamer sein. Ich hoffe, der Sprit langt noch. Schon wieder Glück. Ey, der ist ja immer schnell, ne? Ja, so viel braucht er mit nimmer RAM.
Oh, ein blauer. Ein Blubberbärt. Na, was sind's denn? Was das? Nee, ne? Wie sie rumschreit, das bringt da nichts. Na, also. Ja, schau mal da mal, was da alles so umeinander liegt. Ja, da lag schon da fast die Blutsäure. Das läuft doch gut, ne? Das läuft wirklich gut. Kann man nichts sagen. Ich glaube, ich muss vorher noch machen. Aber ich brauche Sport. Und wahrscheinlich nochmal Sicherheitskosten. Fürs Munitionslager. Also, wie gesagt, nochmal heim. Ich brauche nochmal Sprit. Und vielleicht nochmal der Toolkit. Aber wenigstens ist der Infektionsherd jetzt weg. Ja. Und ich mache gleich nochmal Seuchenprobe. Ganz anders machen. Jawohl, mein Einwegauto. Komischerweise stoße ich da immer irgendwie immer wieder drauf auf das Auto. Ja, dann bleib cool, bleib cool. Keiner gehört, oder? Was waren da jetzt eigentlich noch mal drin? Wo waren da noch mal da? Naja, warum nicht? Ja, vielleicht soll er auch noch mal kleine Energie holen, ne? Daheim.
Ich glaube, da ist wirklich kein Zombie mehr. Erstmal. Ja, Schrauben auf jeden Fall. Und Sprit, den könnt ihr eventuell gleich wieder reinkippen. War schon wieder soweit? Oder nichts drin, wie immer. Ja, genau, da ist meistens nichts drin. Jawohl. Warum soll ich da hin? Ja. Hätte ich nicht eigentlich dahinter gesollt? Naja, gut, dann gehe ich halt zu Justins Haus. Was soll's? So, ich denke, hier drin sind wir fertig. Okay. Auto war ja auch voll. Ja, dann mache ich jetzt noch den Infektionsherd, Häme, Energie holen und alles und dann fahre ich da zu Justins Haus. Naja, das Auto ist schon wieder fast kaputt. Warum steigt die nicht ein? Oha. Okay. Naja, bei so einem kleinen Auto geht das nicht so einfach. Oha. Okay. Steige ein, steige ein, steige ein. Okay. Ich hoffe, es sind immer so viele drin. Jawohl. Okay. Nix wie nein. 0 von 3. Aha. Ich glaube, ich war doch eh voll, oder? Naja, vielleicht ist das nützlich drin, oder dass sie das eine fallen. Mir egal. Ich brauche gescheite Sachen. Ja, Schrauben gehen immer, ne? Schrauben sind auch total wichtig, ne? Auf jeden Fall ist es der dritte Infektionsherd, den ich jetzt Gott sei Dank wegbummt habe. Okay, das war's aber jetzt echt, ne? Schnauft der gleich. Ich dachte, er macht das jetzt vielleicht zusammen, ne? Aber. M-m. Okay, dann hätte ich gesagt gehabt, lege ich das ab. Das hier mit. Dann repariere ich gleich das Auto, aber. Ja, dann lasse ich das andere jetzt hier, aber sonst müsst ihr ja wieder zurück, ne?
Hau ab, hau ab. Schau, deswegen kriege ich immer die ganze Zeit die Blutseuche. Geh halt weg. Ich sehe gar nichts. Hoffentlich sind hier gescheite Waffen. Nein. Oha. Rest up. You getting blood plague doesn't help anyone. Ja, da muss er danach nochmal her. Oh nein. Ja, komm, wir gehen. Wo ist sie? Okay. Schaff mal, schaff mal. Wo ist sie? Steig halt ein. Steig halt ein. Würde man sagen, gerade noch wegkommen, ne? Ey, hier geht's so ab. Keine Muni mehr, ne? Gut. Das Auto ist immer noch voll kaputt. Okay. Bei mir geht es natürlich gleich weiter. Die wollten jetzt, dass wir zu Justines Haus gehen, ne? Warum auch immer, ne? Streit beizulegen. Ich verstehe es nicht, warum. Und da steht da Auto Benzin. Oder den da. Maximilian, oder was war das? Road Racer, okay, dann ist dieser dieser Maximilian, ich glaube, das ist dann so dieser Chevy-Verschnitt, ne? Ja, da mache ich mir jetzt auf den Weg, aber ich hätte gesagt zu Fuß. Und dann nehme ich da halt das Auto weiter, nochmal nachgucken. War es jetzt eigentlich kaputt? Nee, ne? Es war ja eigentlich mein Auto. Oh, aber Benzin. Hol ich mal lieber doch noch einen Benzinkanister. Ah, das hätte er auch innen machen können, aber egal. Ich kann's ja. Ah, 1200 Meter, das will ich zu Fuß gehen. Das war doch eigentlich gar nicht so weit weg. War das so weit weg?
Ja, das können wir natürlich jetzt auch noch schnell machen. Ja, der geht da zuerst vorbei. Ist aber erst Waffen. Und da ich ja da jetzt schon reingeschaut habe und ich ja noch weiß, wo es ist, ne? Hier ist das Auto, du musst hier der Waffenladen. Ja. Darf ich halt da nicht vergessen, dass ich nochmal irgendwann noch reinschaue. Aber wenn ihr dann reinschaut, dann tue ich das wahrscheinlich in der nächsten Folge. Freunde, hey, haut nein. Yeah. Come back when your head's on straight. Wenn du das sagst.